Nicht schlecht, Markus. Heute am Fasten, na? Ach, Ramadan ist so schwer. Ich hab so einen Hunger. Ein Burger kann ich doch essen. Wirklich nur ein. Dann faste ich weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass Markus hier das schafft, aber er ist am Fasten und hat immer noch nichts gegessen. Oh, nicht schlecht, oh Markus. Ich hätte niemals gedacht, dass du das schaffst. Du bist der Beste, Markus. Baschkin? Ja, Markus? Ich brauche ein Big Mac mit extra viel Soße und extra viel Fleisch und Käse. Mach ihn lecker. Hey, Markus. Ich muss zu dir Entschuldigung sagen. Ich hätte niemals gedacht, dass du es schaffst zu fasten. Respekt, wirklich. Nicht schlecht. Du bist der Erste von meinen deutschen Freunden, der schafft zu fasten. Diese Hamburger sind wirklich so lecker, oder? Heute zu Iftar werde ich 10 Stück essen. Oh nein, Markus, was ist das? Jemand hat Essen weggeschmissen, Ramazan. 6,5 Stunden später. Die Sonne ist untergegangen. Endlich kann ich essen. Baschkims Burger. Oh, was ist denn hier los? Ich werde mir jetzt schön diese Burger reinpfeifen. Ich werde sie alle essen. Markus? Hm? Was machst du da? Baschkim, wie geht's? Was machst du denn hier? Ich wollte ein paar Hamburger essen. Sonne ist untergegangen. Jetzt ist Iftar. Baschkim, ich hab hier... Und was machst du hier, Markus? Baschkim, ich dachte... Und warum hast du einen Hamburger hinter deinem Rücken, Markus? Baschkim, ich würde doch nicht deine Burger essen. Baschkim, du musst mir glauben. Du willst auch Hamburger zum Iftar essen, oder, Markus? Ja! Ja, es stimmt, Baschkim! Ich liebe albanische Burger! Oh ja, Markus, wenn Iftar ist, liebe ich auch Hamburger zu essen. Hey, Markus, wie viel Hamburger isst du da? Markus! Markus, hör auf, du kannst nicht alle Hamburger essen! Hör auf, sofort! Markus! Was soll denn passieren, Baschkim? Werde ich explodieren? Nein, wenn du zu viel zu Iftar isst, wirst du zu einem Fettsack! Zu einem Fettsack? Und dann explodierst du! Yo, Freunde, was geht ab? Wie hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, das war eine neue SpongeBob-Parodie, eine Ramadan-Episode. Nichts vergessen zu liken, kommentieren und Glocke aktivieren. Freunde, spam mal in die Kommentare voll, damit ein bisschen Algorithmus hochgeht. Und Ramadan ist bald vorbei, Freunde. Es ist bald Bayram. Gibt es schöne, leckere Sachen. Wenn ihr mehr SpongeBob-Videos sehen wollt, Freunde, schreibt in die Kommentare. Nicht zu viel Baklava essen, sonst tut eure Bauch weh. Und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Hallo, bye bye.